In den Bergen von Veracruz im Osten Mexikos wird seit dem 19. Jahrhundert Kaffee produziert. Die Bohnen von hier sind erster Güte. Doch trotz der Qualität und steigender Preise für Kaffeebohnen für den Endverbraucher werden die Löhne der Arbeiter nicht erhöht. Viele haben Mühe, finanziell zurechtzukommen. Um 200 Pesos zu verdienen, muss ich 35 Kilo Kaffee ernten. 200 Pesos entsprechen etwa 10 Euro. Zu wenig für einen ganzen Tag Arbeit. Die Schuld an den niedrigen Löhnen gibt Cirilo Elotlan den großen internationalen Konzernen. Ich sage es ganz deutlich, wir hier in Mexiko befinden uns im Würgegriff der großen Spieler, wie AMSA oder Nestlé. Sie horten den ganzen Kaffee, der in der Region produziert wird. Ernteausfälle in anderen Kaffeeregionen, zum Beispiel in Brasilien, haben den Kaffee für den Konsumenten immer teurer gemacht. Bei den Kaffeebauern in Veracruz macht sich der Preisanstieg allerdings nicht bemerkbar.